Jo Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Showdown. In diesem Part spielen wir ganz unkreativ, einfach nur Oyu. Und unser Gegner hat ein ziemlich flying-lastiges Team. 4 Flug-Pokémon und ein Rotom mit der Fähigkeit Schwebe. An sich würde ich jetzt sagen, 4 Flug-Pokémon, Rural wird Spaß haben, aber... Naja, Skarmory, Glurak, ich weiß ja nicht. Aber wer Spaß haben wird, ist Diancie. Der Gameplan, würde ich sagen, ist es hauptsächlich mit dem Trio Metacross, Salamence und Chansey den Gegner überall anzukratzen. Dazu nochmal irgendwann einen kleinen Sweep mit Volcarona anzusetzen. Oder allgemein nur Corona zu nehmen, um zusammen mit Rewild das Rotom zu handeln und dann mit Diancie am Ende zu sweepen. Dafür leaden wir schon mal mit Metacross. Da gehen wir raus ins Element. Wir scouten, welches Set er feiert, ob er Scarf ist oder ob er Hazards legt. Er legt keine Hazards, okay. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Jetzt drücken wir einfach mal Dragon Tail. Können wir weiter scouten. Das sieht mir nach Scarf aus. Das sieht mir ja sehr stark nach einem Scarf aus. Glurak. Da können wir auch wieder scouten, ob es X oder Y ist. Y. Kein Drachenpunkt. Airslash. Mit einem Flinch. Das ist nicht gut. Da gehen wir einfach raus mit Chansey, hätte ich vielleicht eher machen sollen, aber es war riskant wegen dem Drachentanz. Ich bin übrigens erkältet, sorry dafür, aber passt schon. Wir sprechen jetzt einen Wish aus. Nein, wir toxiken lieber irgendwas. Oh! Oh! Ich hoffe, ich habe jetzt keine Scheiße gebaut. Falls es manche nicht wissen. Dieses Pokémon kann Adrenalin haben. Oh scheiße. Wenn er es schon so rein switcht. Nach einem Bedroher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm den Adrenalin-Bonus gegeben habe. Ich hoffe nicht. Er bleibt drin. Der Ice Punch. Da können wir uns gegen Wusten und somit das Toxin stallen. Er geht in Landu. Warum geht er in Landu? Wir wussten einfach nochmal, was soll uns Landu groß? Der U-Turn, das tut dir wesentlich mehr weh als mir. Du gibst mir eigentlich die Zeit, mich hochzuheilen. Gut, dadurch, dass er mit dem Rocky Helmet genockt hat, tut es mir nicht weh, aber... Psst, nicht weiter sagen. Jetzt könnten wir in Volcarona gehen, um etwas Druck aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt in Rotom geht. Da wäre es extrem gut, ein Quiverdance draußen zu haben. Sehr schön. Denn auf plus 1 können wir unglaublich viel Schaden auf das Rotom drücken, wenn wir es nicht sogar aus dem Spiel nehmen können. Sehr gut. Das ist wunderschöner Schaden. Jetzt gehe ich aber nochmal auf den Gigatrain, weil ich etwas Angst vor einem Pain Split habe. Damit ist Rotom aus dem Spiel. Das bedeutet, Diancie kann allen Pokémon im gegnerischen Team schon mal guten Schaden machen. Jetzt gehen wir raus in Metacross. Oder gehen wir raus in Rewild? Ich denke, Metacross ist hier der bessere Play. Klar, Rewild hat Typvorteil, aber Metacross Stats sind hier halt ziemlich hilfreich. Okay. Meteor Mash oder Stealth Walk? Stealth Walk ist halt so und ich muss sowieso defoggen. Ja, und das wäre jetzt halt ultra gefährlich gewesen, denn wir sind auf diesem Metacross Bandit und haben trotzdem die Stealth Walk. Okay, wir sollten auch ein Earthquake überleben und der nächste Meteor Smash nimmt ihn aus dem Spiel. Und bieten wir, ich befürchte nein.
Oder ich doch, wir outspeeden. Aber ein Knock-Off wird nicht ausreichen. Ich gehe für Icicle Crash. Experience. Okay, ich werfe den Gameplan auf den Haufen. Und hoffe, dass der Yancy dieses Match rettet. Ohne auf die Mega zu gehen, weil wir müssen einen Hit tanken. Okay. Dann können wir an dieser Stelle vorfaten. Ah, ich bin so dumm, warum gehe ich nicht in Salamence? Jetzt kann ich es nicht mehr handeln, aber mit dem Intimidate, das wäre gut gewesen. Und ich hätte sogar einen Hit getankt, ach nein. Wir hätten noch gewinnen können. Moment mal. Noch haben wir nicht verloren. Das war aber schon mal kein Schritt in die richtige Richtung. Ach. Schweren Herzens drücke ich jetzt Quiver Dance. Musste ich machen, weil ich sonst bei Switch Out... Ah, nimmt das aus dem Spiel. Okay, dann ist es GG. Ich gebe zu, gegen das Dragoran war überhaupt nicht gut von mir gespielt. Zu Recht verloren. Ich habe zu stark am Gameplan vom Anfang festgehalten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dafür diesen Kampf gewinnen. Wir haben die Earth Power, ja. Trotzdem kann der Yancy in dem Match nicht so viel machen. Verliert halt gegen die drei Pokémon hier in der Mitte. Gegen Azumarill, Skarmory und Lando in den meisten Fällen. Auch Rewile hat es hier schwer. Wenn ich sweepen werde, dann mit World Corona und auch da brauche ich plus 2. Aber plus 2 könnte, wenn er keine Anti-Sense-Power hat und ich voll bin, gegen einen Non-Bandit, also man will ausreichen. Das ist natürlich gut. Allgemein will ich das Azumarill schnell down bekommen. Er leadet mit Lando. Gegen Lando Lead mache ich meistens diesen Play. Weil Earthquake wehtut. Er könnte jetzt echt gut in Azumarill gehen. Ich wage den Double Switch. Er geht in den Sub. Da gehe ich zurück ins Element. Er ist dann auf minus 2, damit kann er mir absolut nichts. Oh. Er ist bestimmt Sub SD. Die Frage ist halt, was ist sein... Okay. Ich... wusste noch nicht. Zum Glück hat er nicht gequittet, das wäre bad gewesen. Und jetzt wird er bestimmt nicht wieder in den Sub gehen. Ich gehe auf Fuß. Oh, er nimmt das aus dem Spiel. Aber damit weiß ich, dass er nicht scarfed ist und kann in Rewild gehen. Trotzdem kein schöner Beginn. Wir haben hier halt jetzt unter anderem unseren Defogger verloren. Bitte geh nicht auf Flash Cannon. Firefly. Flash Cannon hat uns gehalten. Oh, er könnte Max Speed sein und outspeeden. Ich hoffe, er ist es nicht. Er ist scarfed. Lol. Er ist immer wohl. Metacross sehe ich hier am ehesten noch als Switch. Macht halt unglaublich viel Schaden. Der Bullet Punch. Was? Wie viel Schaden mache ich damit? Ich krieg sein Lando super low. Das ist eigentlich eine 50-50. Wenn ich rausgehe, will er den Sub. Wenn ich drin bleibe, will er den Earthquake.
Earthquake ist an sich für ihn ein super safer Play, aber ich weiß nicht so richtig. Ich möchte den Sash auf Weavile dafür nicht opfern. Der Yancy. Naja. Ist halt guter Preloom Switch, wenn er nicht gerade auf die Pflanzenattack geht. Chansey ist halt so riskant, wenn er wirklich Sub SD ist. Und Earthquake, das ist schlecht. Ach man, ich hätte auf Chansey gehen sollen. Einfach Chansey opfern. Wobei dann hätte er nur einen Sub rausbekommen, das hätte mir gar nichts gebracht. Ich gehe auf den Poison Jab. Weiß auch, was Summerville rausgeht. Ich weiß nicht, ob er sich sein Lando aufheben will. Daran sehe ich, ob er Speed Invested ist. Ich glaube, wenn er Speed Investment ist, könnte er sich aufheben wollen. Wenn er nicht Speed Investment ist, dann hebt er sich das auch nicht auf. Er könnte ja Bulk sein. Könnte ich auch kalken, aber nee. Ach, nee. Jetzt habe ich ihm den Poison Jab gezeigt. Geht er? Er geht Prelude. Einmaliges World Corona hier, ein guter Switch. Da gehe ich in World Corona. Force Palm? Ist das nicht der Move, der paralysieren kann? Mit 60 Stärke zu finden. Ich gehe mal das. Also immer wohl predicted auf Gigatrain. Okay, er bleibt drin. Fuck. Ich habe mir aber genug, um jetzt wussten zu können. Okay. Ich weiß nicht, ob er sich traut, in der Summe rauszugehen. Ich denke nicht. Ich hätte ihn auch echt gern verbrannt. Da könnte ich nämlich ein bisschen stallen. Okay, das war cool. Die Sache ist die, wenn ich voll und plus 1 bin, hat er ein großes Problem. Auf plus 1 gewinne ich gegen Gardevoir. Wow! Chill. Chill dein Leben. Ich wusste nochmal. Aha, er hat die Lumberry jetzt getriggert. Der hat uns immer noch nicht, also er hat sich selbst immer noch nicht geburnt. Jetzt. Aber er bekommt auch noch nur die Para. So habe ich keine große Verwendung für World Corona. Er geht in Gardevoir. Das ist doch Submind und der hofft auf Hacks. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und er outspeedet ein. Ja klar, ich bin Para. Nevermind. Auch wenn ich Psy-Shock gesehen habe. Was ist mein Plan? Mein Plan ist es, dieses Gardevoir zu toxinieren, um es auszustallen mit Rewire, das Azurable zu kontern. Also, ich möchte jetzt das mit Chansey das Gardevoir auf eine Range für Rewire bringen. Danach geht er mit in sein Azurable, da drücke ich Konter. Und dann habe ich einen KP übrig, weil ich und habe ihn aus dem Spiel genommen. Dann hat er nur noch das Gummery. Ich kann mit Rewire genug Damage drücken, um ihn dann mit einer Edison Power aus dem Spiel zu nehmen. Das ist jetzt mein Gameplan. Mal schauen, ob er so aufgeht. Nope. Aber ich kann jetzt Konter drücken. Und dann... Wow, alter Schwede. Soll ich Wish drücken? Okay. Eigentlich hat das nicht viel am Gameplan geändert. Tu hätte ich ihn halt mit Poison Jab. Fuck, wenn er jetzt... Ich muss ihn mit Eisen Crash tu hätten, falls er ins Scavenger geht.
Beziehungsweise wenn ihr jetzt drin bleibt, bleibt in der nachfolgenden Turn höchstwahrscheinlich auch drin, weil ihm dann sein Guard War nichts mehr nützt. Und da kann ich für Poison Jump gehen. Ja, okay. Ich glaube, wir können das gewinnen. Wenn jetzt ins Gummery geht, bin ich mir nicht sicher. Okay. Das sollte gewonnen sein, auch ohne den Flinch. Ja, okay, jetzt kann ich sogar ohne meinen Mega Diancie gewinnen. Okay, ist nur fair. Ich beschwere mich nicht. Der Mist ist nur fair. Oh, das macht so wenig. Ich glaube, dann habe ich wegen Hex. Nein, dann ist er physisch defensiv. Dann. Ich glaube, ich drücke mal lieber. Mit Knockoff mache ich zu wenig Schaden. Ich muss ihn. Oh, das ist so gemein. Das ist gemein. Ich muss einfach nur den Damage von einem Icicle Crash drauf haben. Ich will gar nicht diese Hacks bekommen, weil die zögern das hier nur unnötig in die Länge. Letztlich ist es so. Oh shit. Das gewinnt er. Aber wir sehen, ob es durch Hacks ist oder verdient. Er schreibt schon GG in den Chat. Ich bin sehr gespannt, ob er verdient gewinnt. Wenn wir mit der Anti-Sync Power unter 70% machen, hat er verdient gewonnen. Wir machen ja gar nichts. Das hat sich noch nicht mehr was ausgemacht. Gummery ist ein Monster. Einen Kampf machen wir noch. Weil ich etwas ansprechen wollte und es bis jetzt noch nicht getan habe. Ich habe hier nämlich ein wunderbares Mikro vor mir stehen. Ich nehme das immer noch mit meinem guten alten Mikro auf. Was ich schon lange habe mit dem Headset, aber ich habe hier ein rotes Mikrofon von mir stehen mit Top-Qualität, denke ich mir. Ich habe noch nicht getestet, aber ich habe mir im Internet ein paar Tests angehört. Die Qualität ist schon echt geil. Wenn ihr jetzt von Handy guckt, werdet ihr keinen Unterschied merken, aber wenn ihr das irgendwie mit Kopfhörern oder so euch anschaut. Jetzt ist es noch das alte, weil ich das Mikrofon noch nicht angeschlossen habe. Aber ich sag mal ab nächster Woche spätestens. Ich sehe hier Sweep-Potenzial für Rewild. Klar, das Gummery muss eigentlich besiegt sein dafür. Chomp. Chomp ist so eine Situation, das mag ich nicht. Earthquake gleich Salamence. Aber weil er voll ist, muss ich in Salamence gehen. Er geht bestimmt auf das. Ja. Da gehe ich auf Defog. Er geht raus. Das ist gut. Finde ich. Ich denke schon hin und wieder drüber nach, Fireblast of Man zu packen. Aber dann habe ich halt Probleme mit Heatran. Okay. Jetzt seid ihr gestartet. Cheetah. Cheetah ist eigentlich schon okay. Aber das Team sieht mir nach Headstacking aus. Ich wusste mal, um zu schauen, was er macht. Okay, das macht mir zu wenig, mein Freund. Wobei, mit Sandsturm. Er wird früher oder später missen. Er geht in sein Scummery. Ist auch schon ein kleines Sandteam. Warum spielt er nicht Mega Guard Chomp? Es bietet sich doch an. Er hat keinen anderen. Doch, Mega Medichan, nevermind. Dann bietet sich doch nicht so sehr an. Er wird jetzt die Stealth Walk auslegen, da gehen wir in Volcarona. Damit bekommen wir, weil ich jetzt auf Gigatrain gehe, 2 Gigatrain auf das Guard Chomp. Wenn er den Chomp geht, aber ich denke schon, weil gegen das Tentacool könnte ich setup. Möchte ich einen zweiten Gatrain rausbekommen? Ich kann jetzt auf Quiver Dance drücken, wenn er die Hazards legt. Aber ein Earthquake wird mich One-Hit KO'en. Ich gehe lieber auf Gigatrain. Er legt Hazards. Das bedeutet, ich kann sein Chomp aus dem Spiel nehmen. Das ist schon mal schön.
Ich hätte auch auf Quiver Dance gehen können. Hätte ich jetzt halt plus 1 World Crew, oder? Ja, okay, krieg ich halt ein bisschen Schaden. Doch nicht. Okay. Leg noch deine Toxic Spikes raus. Es ist alles mit einem Defog wieder weg. Und ich sehe kein Pokémon, gegen das ich nicht defoggen. Wow. Call it Damage. Ja gut, war ja auch ein Crit. Aber jetzt weiß ich, wie viel mein Crit macht. Das ist sehr gut. Der Crit ist zwar jetzt nicht unbedingt im Spielverlauf gut für mich, aber es ist für mich sehr hilfreich. Muss man schon sagen. Scald kann mich jetzt unmöglich aus dem Spiel nehmen, weshalb ich nochmal auf Quiver Dance drücke. Ich frag mich nur Kraftbomb. Er möchte mich poisonen. Hat er auch geschafft, aber es bringt ihm halt nichts. Ich wusste jetzt. Magic Code. Okay. Das sagt mir, ich möchte auf plus 6. Magic Code sagt mir, ich möchte auf plus 6. Und dann sollte ich das, wenn ich genug KP noch übrig habe, um einen Mogelhieb plus, sagen wir mal plus Patronen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt. Er wird jetzt, denke ich mal, nicht auf Magic Code drücken. Habe ich auf Giga Train gehen. Shit. Shit. Tank ich das? Niemals, oder? Was? Hä? Ich darf nicht vergessen, ja. Kurz zu muten, ich musste husten. Hä? Aber Magic Code ist doch Spiegel Cape, oder nicht? Ich hätte doch jetzt besiegt werden müssen. Oder verwechsel ich ja gerade was? Ich glaube, ich verwechsel hier was. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Magic Code Spiegel Cape ist. Gegner, wäre freundlich. Er anscheinend auch. Ach man, was ist denn jetzt los? Ich krieg übelste Hustenanfälle. Und der Gegner handelt nicht. Wie ist ein? Ich hab gewonnen. Und jetzt ist Gamui voll. Nein. Somit sehe ich gerade keine Möglichkeit. Außer vielleicht ein Sash auf den Superior und mich dann zu paralysieren. Wie er diesen Kampf noch gewinnen kann. Lol. Ich kann ja den Chat ins Bild ziehen. Das ist ja cool. Das wusste ich noch nicht. Hier. Da ist der Chat. Das wusste ich wirklich noch nicht. Das ist mir absolut neu. Ja, er hat aufgegeben. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Ich muss schon wieder husten, abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.